Ein Militär-LKW kann ich ziehen, das wissen wir seit dem letzten Video. Aber wie sieht es aus mit einem Radpanzer? Ich hab's ausprobiert. Ich glaube, hier geht es mehr um Technik und um Ausdauer, als um jetzt eine schnelle Zeit irgendwie hinzulegen. Deswegen werde ich versuchen, schön langsam zu starten, nicht übertrieben auspowern. Und dann gewinne ich das Ding. Und da kam der Radpanzer schon angerollt. 14 Tonnen. 2, 1, go! Go! Go, Lukas, go! Im Nachhinein sieht man hier auch wieder, dass ich mein eigenes Gewicht viel zu wenig nutze. Ich hätte mich viel tiefer reinlegen müssen. Stop! Trotzdem konnte ich es in einer relativ guten Zeit schaffen. Geil. Kurze Bewusstlosigkeit. Und wenn ihr sehen wollt, ob irgendjemand von uns das Teil bewegen konnte, dann folgt gerne nochmal rein.